Hast du uns fest einen Stuhlgang und fühlst dich zu lebendig? Dann schnapp dir eine fette Würzwurst und lutscht sie kräftig männlich. Unser Gaunsen-Eiran wird von blinden Tieren von Mund gezapft. Das schnellt Omas Luke und macht ihre Lippchen auch noch straff. Wir nutzen nur das Fleisch, das seit Stunden auf dem Boden lag. Ungekühlt und würzig kriegst du Durchfall extra stark. Geruch und Geschmack sind egal bei Kies und Kreis. Wichtig ist nur eins, der Dönerpreis bleibt gleich. Dennusch, Dennusch, wo bist du? Dennusch, was machst du da draußen bei den Kunden, Dennusch? Ich mache Barttest. Ein bisschen Grimmilech im Gesicht. Wie, du machst Grimmilech? Sauchst du die ab oder was, Dennusch? Ich mache heute Grimmilech-Brei. Guck mal, der hier hat Bremsspur am Kinn. Ich weiß, wo das Kinn gewesen ist, wenn der Mund an der richtigen Stelle war. Also bitte, Dennusch, wir brauchen diese Grimmel nicht. Ja. Wir haben ein neues Restaurant. Wir sind jetzt High-Class, Upper-Class, Edel. Alter, jetzt aber richtig. Wir haben alle Klassen erreicht, die man erreichen kann. Hast du dieses in dem Hauptmenü gesehen? Sowas bräuchten wir eigentlich auch, Ich muss jetzt erstmal hier wieder... Du kannst so Innenwände einbauen, ne? Und dann in der... Also du kannst innen so VIP-Bereiche machen, sozusagen. VIP-Durchfallbereiche, meinst du? Ja, da kriegst du richtigen... Das P steht für... Dünsch. B steht für Dünsch. Das B steht für Dünsch. Jetzt wird's richtig, jetzt wird's richtig Kitsch Royal. Er geht ins Klo, da ist doch unser VIP-Sitz. Aber er geht irgendwie, bei mir steht er in der Wand. Wie? Ja. Ja. Ich kann Platz machen, wenn du willst. Warte, nee, ich kann keinen Platz machen. Oh, Pech. Jetzt hat er sich rein teleportiert. Boah, die abgelaufene Suppe, ne? Der Grill ist ausgegangen. Das ist der Umzugsspezial. Umzugsspezial, nur eine Portion, danach ist nichts mehr da. Geile Umzugssuppe, richtig nice. Hauen die richtig rein, weil wir haben richtig nichts Geld. Ja, aber so der Pilzkebab ist quasi fast schon weg. Der ist wirklich schon wieder weg. Die rasieren das Ding richtig weg. Ist nur noch einer da. Ja, warte mal, ich muss jetzt erstmal hier frisches Supolech machen. Ich brauche Zitronus. Ist nur noch einer. Ey, muss ich dir echt jetzt hier helfen, weil die wieder nur Trinkgelder sammelt? Die sammelt wieder nur Trinkgelder, die Alte. Dafür ist sie bekannt. Und Spirolek, komm, ich klemmt immer noch deine Kartoffeln und Pilze von der Woche. Ja, das ist für immer Kartoffelpilz. Wie die Suppe. Der gute Alte für immer kam nochmal in die Suppe. Zeig mal das Rezept. Hähnchenbrühe und Stücke und... Spieße steht hier, aber es sind auf jeden Fall Stücke. Das ist irgendein Übersetzungsfehler. Ja. Auch noch rein in die Mische. Pilz ist alle. Pilzkebab ist wie weg. Pilzkebabusch. Dann hol schon mal Pilze raus. Da ist die Mische. Aber die Pilze musst du alle hier drauflegen. Ich hol den Paprika. Alle einzeln oder was? Ja, leider ja. Es ist ganz, ganz merkwürdig. Ja, dann lege ich die erst daneben, damit die zeitlich halt relativ... Ich muss Tomaten schneiden, da gehören doch Tomaten dazu, ne? Wie viele Pilze kommen da drauf? Vier, fünf? Fünf. Dann Tomaten und Zwiebeln. Boah, wir haben keine Zwiebel. Zwiebel ist weg. Ich renne rüber und hol Zwiebel. Die Mische steht ja da. Was, oh Gott, Mensch, es ist so weit. Ja, die Mische für den Spieß. Hier steht in der Schüssel. Wo Zwiebel, Korkmatsch. Ich brauche Zwiebel. Fünf, dann brauche ich Spieß. Wo ist Mische? Hier, oder was? Es steht nur eine Schüssel auf dem Tresen. Ich beeile mich, aber sie ist so schnell. Und dann muss ich die Pilze, wenn die fertig sind, da drauf ziehen, oder die, vorher? Die müssen einfach... Nee, die müssen nicht gegrillt werden, die Pilze. Wie, die müssen nicht gegrillt werden? Nee, doch klar. Die müssen... Steht das drauf? Du musst alles grillen. Nein, der will auch hier die Tomaten ungegrillt. Tomaten und Zwiebel steht nichts vom Grillen drauf. Ich hab gerade gesagt, ich leg die Pilze neben den Grill, damit die alle... Müssen die alle gleichzeitig gegrillt werden? Ja, die müssen alle gleichzeitig. Achso, die Pilze auf dem... Nee, die müssen auf dem Spieß... Müssen die auf dem Spieß drauf den ganzen Spieß grillen. Ja, die sind richtig knusprig jetzt heute. Es sagt er, nein, nicht Spieß grillen. Ich bin verwirrt, ich muss mich um 1000 Sachen kümmern. Das ist Kitchen Royale hier. Och, jetzt habe ich wieder so eine verglitschte Tomate. Guck mal, die Tomate, die... Ach, keine Ahnung, die schwebt. Hier ist der Teller. Ich muss ablösen erstmal. Wo ist Teller? Da, das ist der Teller. Der da. Ist drauf? Ja. Die Tomate schwebt irgendwie in der Luft. Bei mir. Schmeiß es ihm vor die Flinte. Werden schon fressen. Was ist leer? Ist Tomatensuppe leer?
Tomatensuppe kommt. Stimmt, Tomate. Oh nein, jetzt habe ich mich wieder. Dieses blöde Reinkippen. Egal, hier kommt die Tomatensuppe. Ist jetzt extra würzig. Mm. Oh, aber sie stöhnt. Alles gut, alles gut. Ich würde sagen, ist alles. So, ich mache schon wieder eine neue Tomatensuppe. Wir haben aber keine Butter mehr und keine Milch. Dann müssen wir Butter und Milch kaufen, aber ich mache eben Zwiebeln hier im Kühlschrank. Hühnersuppe ist leer, ich fülle nach. Alter, was sollen wir mit so vielen Zwiebeln? Wir hatten gar keine mehr und du weißt, wie schnell die mal weg sind. So, Buttermilch brauchen wir. Butter und Milch. Alter, Supermarkt und so ist jetzt alles voll weit weg. Die Brühe ist wieder da. Milch und Butter. Boah, teuer, Milch und Butter. Klar, es kostet. Ja, aber guck mal, wir sind ja jetzt schon wieder in der Gewinnzone bald. Ja klar, ich meine, Dünsch kann man jetzt nicht mehr stürzen. Das ist klar. Too great to fall, ne? Hier ist noch ein Spieß für später. Bei Pilze haben wir auch schon wieder keine mehr. Es geht halt alles weg wie blöde hier. In der Dünschzone. Du kannst auf den Spieß ziehen, die... Und kannst ja dann den fertigen Spieß, bevor in den Kühlschrank legen. Ja, genau, in den neuen super Sidewinder-Kühlschrank. Soll den nehmen wir dann. Butterlech. Hier ist alles da. Hab eine. Ich mach hier gerade noch lecker Tomatoleck. Hamburger, was sind da alle? Was hatten wir noch drauf? Suppen. Was steht denn auf der Speisekarte? Salami. Mache ich, aber ich mach's. Okay, aber weil jetzt gerade will eh keiner Salami, deswegen. Ich kann's schon mal vorbereiten. Hey, hat sich da so einen geheimen Kartoffelkeller, Teller in seiner Bude versteckt, ne? Ja, ja. Willst du haben einen richtigen Durchfall? Dann du musst essen bei uns. Ist die Tomatensuppe schon wieder fast leer? So. Was kommt da nochmal drauf? Peperonischeiben, Kartoffel, Zwiebeln. Ich sag ja, Zwiebeln super wichtig. Wir haben nur noch eine Kartoffel dann, ne? Zwiebel ist immer wichtig. Kartoffeln gehen leer. Salami Chocaroni kommt. Lal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 a. Chocaroni! Ist die Hühnersuppe schon wieder leer? Machst du bitte mal den Salamiteller fertig, dann kann ich schnell eine Suppe servieren. Wie geht der Salamiteller? Einfach der Grill, einfach alles auf den Grill, dann auf den Teller ziehen. Alles, was da drauf ist. Das ist schon gewendet. Was ist leer? Die Hühnersuppe. Oh Gott, die sind gierig nach Hühnersuppe. Wow. Wollen die einfach so zwei gegrillte Scheiben Salami? Ja, ich weiß auch nicht, was die fressen, die Leute. Das sind halt Psychos. Was, der Spieß ist auch schon wieder leer? Warte mal, ich habe hier einen vorbereitet. Haben wir noch Pilze? Nee, wir haben keine Pilze mehr. Ach so, egal, ist schon dunkel draußen. Das ist Massaker gewesen, ne? Guck mal, die rennen sogar verwirrt durch den Gartenbereich und schreien, Spieße. Einer hat hier seinen alten Lederlappen, seinen alten Leder hingebaut. Ja, irgendwie liegen hier ein paar alte Klamotten rum, ich weiß auch nicht. Kleiderspende. warum kassieren unsere Hilfskellner hier nicht gescheit ab, du? Weil die nicht mehr können. Das ist fertig mit den Nerven, ne? Wir sind einfach durch. Den quillt der Dünsch oben und unten raus. Aber richtig. Ja, es war aber auch ein harter Tag, du jetzt. Er hat draußen im Garten keinen Spieß mehr gefunden. Alter, der Kühlschrank hier ist leer, Getränke sind leer, die Kralle ist leer, Dings, Tee, alles leer. Kaugummis, sie alles reingefegt. Ja, die haben sich alles reingefegt. Alles weg. Wir wollen noch ein paar Suppe hier, friss. Es sind noch zwei Leute da und wir haben eh noch auf Kante.
schön auf Kante noch ein bisschen Suppe ins Maul gespült. Guck mal, die eine hat direkt defekliert, als sie die Suppe probiert hat. Das zaubert mir irgendwie immer so ein Lächeln ins Gesicht, wenn ich sehe, dass Menschen sich einkoten vor Freude, weil sie meine Suppe gut finden. Boah, der findet gar keinen Sitzplatz mehr, weil die Herrenwindel hier im Weg ist. Die Herrenwindel? Ist auf seiner eigenen Windel ausgerutscht. Was mit dem hier? Der hat Essen in der Hand. Hat jetzt aber nicht dafür bezahlt. Wenn die draußen... Nein, Alter. Auch die hier, der auch einen Schlag weg hier, die Alte. Jetzt setzt sie sich aufs Klo. Jetzt bei mir ist irgendwas abgeschissen, so. Ich habe immer irgendwie keine Ahnung. Ich bin mir echt nicht sicher, ob diese Folge später normal ist. Keine Ahnung, es ist irgendwie alles, seitdem dieser riesige Ansturm ist und das seitdem die Kellner Feuer gefangen haben, ist alles anders. Nee, aber hier ist immer, es bleibt immer stehen, auch der Sound und so. Ich sehe das oben bei der Aufnahme. Ja, das habe ich aber auch. Es bleibt immer alles hängen. Ja, deswegen weiß ich nicht, ob im Nachhinein gut ist oder nicht. So. Da sind wir eigentlich fertig, oder? Ja. Wieso eigentlich? Das steht doch da. Der Laden ist zu. Ja, ich räume noch hier die letzten Sachen weg. Haben die wirklich alles leer gefegt? Ja, ein bisschen war übrig was, ne? Ah, hier, null Getränke. Ne, alles weg. Alles weg. Kaugummi, diese alten Gammel-Kaugummis. Ja, die haben so diese Knickerkruste, die Leute so gern mögen irgendwie, ne? So, Laden sauber, dann würde ich jetzt pennen gehen, das mal speichern. Na, endlich mal, wenigstens der Spielstand halbwegs gerettet. So. Oh, ich kann nicht schlafen gehen. Ja, muss ich machen, oder? Ne, sie haben Schulden zu bezahlen. Ah, okay, warte. Bei Brian schlafen gehen. Jetzt schlafen wir doch. So. Ja, jetzt warst du gerade schlafen. Alter, Cashew. Boah. 37 Gerichte haben wir wegserviert. So, bei mir steht jetzt ein Bild, Spiel wurde gespeichert. Bei mir steht gar nichts. Okay. Meins wurde nicht gespeichert. Never safe. Never safe. Ist halt alles noch Early Access, ne? Ja, sehr early. Sehr early im Exit. So, was brauchen wir denn jetzt? Ja, was wollen wir machen? Vielleicht mal wieder Pilze einen Hotdog fehlen. Servieren? Ein Hotdog wäre gut, weil wir müssen noch Hotdog-Punkte sammeln, ne? Ja, ich glaube, wir müssen Hotdog-Points sammeln. Ich weiß es gar nicht so genau, oder? Gehen wir heute auf Hotdogs. Oh ja, 30 Hotdogs müssen wir servieren. Da müssen wir heute richtig Hotdogs verheizen. Mit Shalena. Was könnten wir denn noch anbieten? Unsere beiden Suppis, weil die immer schnell sind. Irgendwie wäre es geil, wenn mal eine neue Suppe reinkommen würde. Es gibt nur diese zwei. Wo sind denn die Würzwürste? Ja. Ah ne, es gibt noch eine Joghurtsuppe. Joghurtsuppe? Alter, es gibt auch Borscht. Aber erst ab Restaurant-Level. Alter, es geht ja bis 300. Alter. Ich dachte schon, wir sind relativ weit, aber es ist quasi am Anfang. Ey, du musst die Würzwurst, die eigentlich ja schon die Toilettenwürze hat, die musst du nochmal extra nachwürzen, ne? Naja, da musst du immer noch mal ein bisschen drauf schweckeln. Mit Kartoffeln und Zwiebeln wird das serviert. Ja, und ich glaube, wir haben auch keine Kartoffeln mehr fast. Ja, ne? Kartoffeln sind auch alle. So, was nehme ich noch mit rein? Oh, machen wir halt noch den Zitronenspieß irgendwie, der ist ja immer ein Evergreen. Der bringt auch richtig Asche, der bringt 700 Cashews. Dann mache ich jetzt gleich mal einen Zitronenspieß. Was machst du gerade? Salami-Grill? Nee, Wurst. Hotdog. Achso, Hotdog machst du. Aber ich will, dass der Kohle... Ich habe das jetzt schon draufgelegt, damit der Kohlestaub mit auf die Wurst und so geht. Ja, das ist wichtig, das ist wichtig. Hä, wieso habe ich denn jetzt die... Alter, wir können jetzt eine Kaffeemaschine anbieten. Boah! Das gibt einen Haufen Geld, aber es kostet auch Geld. Wir lehnen uns jetzt nochmal weit aus dem Fenster. Aber pass mal auf, was wir jetzt gleich haben. Wir binden die Leute immer länger in unserem Restaurant. Können gar nicht mehr weg, du. Komm nie wieder raus. Die kommen nicht mehr raus. Guck dir das an. Geh mal hier drüben hin. Alter, eine Arcade, Junge. Deine Mische verschimmelt hier. Ist hier verschimmelt übrigens.
Wie? Oh nee. Aber einen Spieß habe ich noch. Obwohl, das Rezept haben wir jetzt nicht drauf. So, Hähnchenbrust. Salz und Chili. So, das Ding kommt in Brötchen. So, was brauche ich noch? Zitrone. Und alter Hotdog, braucht perfekt. Man noch Tomate, grüne Paprika und Zwiebel. So, was machst du gerade, so, Spieß? Ich mache Hähnchenspieß. Zitronenspieß? Ja, den da, genau. Hähnchen-Zitrone. Salami. Dann brauchen wir neue... Okay, warte, ich gehe mal Kartoffeln kaufen. Was brauchen wir denn noch hier? Kartoffeln... Brauchen wir nur irgendein... Ne, Schwanzfett haben wir jetzt da, ne? Schwanzfett haben wir noch drin. Das brauche ich aus dem Laden. Nix, ne? Nur Kartoffeln eigentlich. Oder? Nur Kartoffeln eigentlich, ja. Ich sehe gerade nichts, was fehlt. Ich guck mal im Laden noch, aber Kartoffel ist wichtig. Kartoffel ist wichtig, ja. So... Knoblauch, Kartoffeln. Pilze? Brauchen wir Pilze? Ja, nee, heute nicht. Ah, okay. Vielleicht sollten wir wirklich so einkaufen, dass wir erst die Rezepte machen, dann gucken, ob wir alles da haben und dafür dann einkaufen gehen, weißt du? Ja, wahrscheinlich. Sollen wir auch immer frisch von Korgimatsch und so? Schön von Korgimatsch. Na egal. Ja, jetzt muss man auch mehr planen, weil der Weg so weit ist, ne? Ja, deswegen sage ich ja, immer morgens machen, also wenn man vorbereitet, Speisekarte vorbereiten, gucken, ob alles da ist, was man braucht und dann... Fehlende Zutat. Ich glaube, die Suppen sind gekippt über Nacht. Nee, dann fehlt eine Zutat und es steht ja, aber das sind ja die fertigen fehlt. Suppen. Nee, das sind ja die fertigen Suppen, da steht irgendwie... Gammel. So, warte mal. Pepperoni brauche ich Scheiben. Zwei Stück, gell? Die sind schon unten, die liegen da schon zwei, ja. Du musst aber noch würzen. Ja. Der Grill ist so blöd verdreht, dass man die Spieße Salz? Nicht richtig nehmen kann. Schwarzes Pfefferlech. So, jetzt ist der Grill richtig rum, jetzt sind die Spieße auch richtig rum. Salz, schwarzes Pfefferlech, so, was brauchen wir dafür noch? Soll ich aufmachen schon mal? Kartoffel und Zwiebel noch grillen. Zwiebel. Da steht ja alles drauf, das dauert jetzt nicht mehr lange, oder? Mach ich jetzt auf, weil da draußen ist schon voll die Meute. Das dauert jetzt nur noch den Grillmoment. Oh, das ist schon gierig. Da will schon die Erste genau das, was wir gerade noch nicht durchgegrillt haben. Ja, wird ja jetzt gegrillt. Haben wir da schon mal ein Tellerchen? Na, die Leute sind sehr aggressiv irgendwie. Schön flippen. Ich brauche meine Salami. Ich brauche Korgmatsch. So, Zwiebelmatsch. Aber dann Hotdog. Kartoffelmatsch? Ja, Hotdogs sind Hotdog ist zur Hälfte weg. Alter, was geht ab mit den Hotdogs? Brauchst du noch Petersilie drauf? Ja, ne? Muss da Petersilie drauf? Ah, egal, schmeiß es drauf, sonst ist die eine weg, die ist gleich weg. Muss keine Petersilie, wieso? Ich hab gedacht, da käme noch Petersilie drauf. Kannst nicht servieren. Wie, kannst jetzt nicht servieren? Ja, da war keine Hitbox. Oh, friss es! Sie kann es nicht nehmen, weil sie irgendwie in der Tür feststeckt. Diese Plunze. Sie wird es gerne nehmen, aber... Nimm es. Hotdogs sind gleich leer, wir haben nur noch einen. Oh, okay, dann mache ich noch... Würzwurst. Chili-Pfeffer. Salz.
oder? Ich weiß es gar nicht, ob Salz drauf kommt, egal. Ich habe keine Ahnung, ich habe den Hotdog nicht gemacht. Aber Leute schreien nach den heißen Dogs. Heiße, böse Dogs. Kartoffel geschnippelt. Der will eine Tomatensuppe. Ich bereite schon mal hier Peperoni vor. Dann brauche ich Zwiebel geschnitten haben. Falls gleich wieder leer ist, weil haben wir auch nicht mehr so viel, ne? Irgendwie diese Dünsch-Peperoni. Die ist ziemlich angesagt. Gut, die Leute wollen. Wo will denn jemand Hotdogs? Hotdogs ist jetzt leer. Ja, wird gleich noch kommen. Also, der Tag ist ja noch jung. Ich nehme schnell den Teller. Gut aus. Die Suppe wird gut gekrapscht. Aber die Brötchen vorbacken ist schon echt eine gute Idee, weil sonst hängst du echt mit den Brötchen, die dauern ja Stunden. Haben wir keine Kartoffeln mehr doch hier unten? Die Wurst schon durch. Kartoffel ist auf jeden Fall durch. So. Die Wurst ist ein bisschen drüber, aber ganz ehrlich. Ich brauche Teller. Fehlende Zutat, schwarzer Pfeffer, okay. Aber ich habe Chili-Pfeffer, haben sie Chili-Dog. Was beschweren sich die Leute eigentlich? Also hier haben wir schon mal einen präparierten Teller. Der habe ich jetzt in den Kühlschrank gestellt. Muss noch alles auf den Grill geschmissen werden bei dem Salami-Ding. Wo ist der große Ansturm? Oh, die Suppe ist leer. Ich weiß auch nicht, was mit Restaurant ist. Dabei habe ich gedacht, heute ist apokalyptisch. Ja, heute ist irgendwie ein ruhiger Tag. Ja, aber es kann auch kommen, der große Mittagsschub, ne? Ja. Na, guck, jetzt geht's schon los. Jetzt strömt wieder einiges rein. Naja, einer. Eine Person. Da strömen Leute rein. Bis er sich hydramäßig spaltet, dann guckst du blöd. Nee, der war ganz relaxed. Haben wir heute eher so ein Abendgeschäft? Kommen Sie rein bei Dünsch, Dünsch, gutes Essen, garantiert Dünsch. Ich kann man nicht irgendwie garantierte Dünsch-Werbung machen so? Also wir müssten hier jemanden vor die Tür setzen, der eigentlich die ganze Zeit so ein Schild dreht, ja. Ja, und dabei Durchfall hat. Jemand, der auf dem Boden liegt, Durchfall hat und bricht, damit die Leute wissen, hier kriege ich genau, was ich brauche für Krankenschein. Willst du so haben wie ich? Ja, komm zu Dünsch. Oh, der wird wenig gekauft, gefühlt. Und hier bleibt immer jemand hängen. Ja, aber die teleportieren sich dann irgendwann. Das ist so ein, ja... Irgendwann, ne? Durch die Macht des Durchfalls, ne? Er ist halt so ein transdimensionales Tor. Kommen Sie, Dünsch! Der holt sich gleich eine Suppe, dann kann ich wieder Suppe nachfüllen. Ich will eh eine neue Mische machen, weil die ist irgendwie... Die Schwammstückchen darin waren doch nicht so eine gute Idee. Aber die machen satt, weil das ist ja das Ding. Das stimmt, Schwammessen macht wirklich sehr satt. Was wir denn haben hier? Salami, Alter. Das ist doch keine Salami, das ist doch Dings hier. Er will auf jeden Fall dick Salami. Oh geil, Sucuk mit Ei hätte ich jetzt Bock drauf. Schön so Sucuk-Stückchen anbraten, Alter, dann so Rührei mit in die Pfanne knallen, alles schön bis durch ist und dann um noch einen freshen und dann richtig schön durch, weil danach dann weißt du, was alles richtig gemacht und auf dem Klo dann nochmal den Jalalalalal machst. Ja, dann mach ich auch schön den Jalalek, schön mit Straußenei dabei. Guck mal, diese alten Kaugummis, die gehen weg. Diese alten Gammel-Kaugummis. Ach, guck mal, die will eine Würstwurst, schön. Die hat eine Erwachsenenwindel verloren. So, hier rein. Schönen kleinen Backdoor-Choker. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Mmh. Ah, das schmeckt den Leuten da. Das sage ich. Die sagt auch, geil, Mann. Hier die Atmosphäre auf dem Klo mit dem Reverse-Klo ist einfach geil, ne? Richtig geil. Reverse-Kacken gehen ist voll mein Ding. Was will Babu da hinten? Ah, er will auch so ein Schleckolech. Haben wir aber nichts mehr. Muss ich jetzt erst anfertigen, schnell. Achtung. Alter, Toni Taucher hier an der Spüle. Der gibt mir so auf den Sack.
Ja, mich nervt der eigentlich auch nur. Da ist irgendwas alle. Salami ja, alle. Ja, ich bin schon dran. Wird schon gebrutzelt. Ist eigentlich auch clever, halt einfach die Gerichte so in den Kühlschrank stellen. Man muss nur noch auf den Grill werfen. Ja, ja, ist echt nicht schlecht. Jetzt, wo wir unseren Vorbereitungskühlschrank hier haben. Nein, die Kohle ist direkt im Brutzelprozess ausgegangen. Oh nein. Ich beeil mich. Wir haben noch eine Tüte Anzünder. Aber wir brauchen heute eh keine neue. Wo ist Babo? Ich mache extra für ihn hier so eine Würzwurst. Ne, Babo ist rausgegangen. Voller Zorn? Ja, ja. Er ist mega Gürtel zornig. Locker? Aber ja, oh oh. Gleich gibt's Schläge mit Shisha-Schlauch. Noch ist er da, aber... Hier! Hotdogs sind leer. Ja, jetzt brauchen wir keine mehr machen. Sag mal, ist die Tomatensuppe gleich wieder weg? Ich habe noch einen Rest, den kann ich reindudeln. Guck mal, die will nämlich auch nochmal eine Würzsalami, eine ordentliche. Er ist so sauer, er geht aber dafür in den VIP-Raum. Ja, saure Babos gehören genau dahin. Hier, Tomatensuppe ist nochmal da. Der will nochmal ein Spießchen haben. Der will auch nochmal Salami. Spieß, ja. Spieß ging heute gar nicht weg, du. Aber er holt. Oh, guck mal, wir werden noch die ganzen Salami-Dinger werden wir anscheinend noch fast los. Alter, wir sammeln aber auch Experience, ne? Ein Level jagt das nächste. Wir haben ein Level 102 Restaurant. Alter. Richtig gute Korkmatsch-Münzen. Korkmatsch-Silberlinge, ne? Das sind die. Ja, aber die kannst du auch nur bei Korkmatsch ausgeben. Korkmatsch. Dünnschlinge nennt man die auch. Könnten aber auch Kansas City Slippery Münzen. Slipcoins. Kansas City Slips. Damit bezahlt man auch. Das ist nur von Frauen getragen aus Kansas City und von Bikern. Irgendwie verschwinden immer mehr Teller, du. Teller-Matrix. Die hat sich noch einen Teddybär genommen hier. Na, Babo will zahlen. Ah, guck, der holt sich wieder Trinkgeld. Schön abgecashed. Aber diesmal nimmt sie ausnahmsweise auch mal einen Teller mit. Na, ja, weil der sauber ist, nur deswegen. Ja, er ekelt sich vor den Tellern. So, sauber machen, Leute. Da ist nichts mehr drin in der Schüssel. Aber der Grill hat auch keine Anzeige, dass man sieht, so wann es ausgeht, ne? Ja, es ist irgendwie doof. Ist hier noch was? Klo ist immer sauber, ne? Da macht keiner... Gut, müssen sie nicht auf den Boden kacken, ne? Nö, die kacken ja hier auf die Diele, also von daher... Die lasse ich einfach los, ne? Wenn irgendwie der Hauch von Stuhlgang in der Nähe ist, lasse ich einfach los. Einfach entspannen und fallen lassen, den Dreck. Aber ich lasse ihn waschen, weißt du warum? Weil wenn er mich wäscht, kannst du die Teller... Weißt du, dann er kann den Schrank überlagern. Er hat geheime Fähigkeiten. Naja, er türmt. Er kann türmen, ja. Er weiß irgendwie, wie man mehr Teller reinkriegt, als man darf eigentlich. Per Gesetz. Er ignoriert das Tellerverbot. Ja. Die anderen sind ja gut, da sind wir auch wieder relativ gut im Plus, obwohl wir uns hier so eine Dattelmaschine noch gegönnt haben. Wir könnten noch einmal kurz ins Casino abdriften. Noch einmal kurz Casino lächeln. Vielleicht ketten sie mich ja wieder an. Ja, kann sein. Ketten anketten, ja klar. Oh, die haben mich angekettet. Dein Papa kommt heute nicht nach Hause, mein Kind. Wieso? Er wurde im Casino festgekettet. Zwischen, ja, kennt man. Zwischen der Kellnerin und... Oh, hab ich mal reingekorkmatscht. Alter, du hängst bei mir irgendwie im Tisch drin. Vielleicht bist du der Nächste, der nie wieder gehen darf. Ja, wahrscheinlich. Oh, ja, 16. 10 muss ich hitten. 11 muss ich hitten. Stay mal. Oh, 18 muss ich stayen, du. Oh, 14. 18. Was, wir haben alle verloren. Ja, plus minus gewinnt. 0 eigentlich. Eigentlich schon. Gut, guck einmal können wir noch. Nee, ich kann, glaube ich, nicht, oder? Ah, doch. Jetzt muss ich die Runde spielen. Eine 8, eine 13. Oh, ich wette, ich fahre in die Runde. Ja, klar. Klar kommt jetzt eine 10. Heute sind Zinkerkarten am Start. Das ist die übelste Schummelbude hier. Ist Zinkertisch. So Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschö. Tschüss.